Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Einfach Janosch. Heute gibt's einen neuen Vlog und zwar Teil 2 von Dresden, das AC/DC-Konzert. Viel Spaß. Psst. Ciao Leute, was geht? Heute Teil 2, wie ich es ja schon im Intro gesagt habe. Wir haben jetzt kurz, glaube ich, vor 12 Uhr. Ich habe jetzt irgendwie nirgends eine Uhr. Oder wir schauen gleich mal auf die Uhr. Oh nein, wir haben fast 12:30. Wir werden uns nachher, also the family werden wir uns nachher treffen. Und dann werden wir kurz besprechen, was wir tun. Und dann werden wir uns langsam zur Konzerthalle begehen. Weil wir da ein bisschen warten wollen. Wir wollen eigentlich relativ vorne auch stehen. Und ja, auf jeden Fall ein neuer Tag. Der Vlog von gestern war hoffentlich unterhaltsam. Ich habe es noch nicht geschnitten. Ich werde es wahrscheinlich vielleicht Freitag im Zug dann schneiden oder so. Vielleicht auch diesen Teil. Muss ich mal schauen. Auch wegen den Roaming-Dings und so. Dass ich da nicht alles verbrauche. Und ja, auf jeden Fall werden wir, also wir haben jetzt schon relativ spät. Ich habe vorher noch gefrühstückt. Werde ich danach dann noch einblenden, was ich gefrühstückt habe. Wir machen jetzt einfach mal so, als ob wir noch nicht gefrühstückt hätten. Sage ich mal, wir gehen nachher noch frühstücken, sagen wir es einfach mal so. Ja, wir gehen auf jeden Fall nachher dann auch noch ins Café oder so irgendwie, in ein kleines Restaurant oder so, besprechen, was wir machen. Und dann werdet ihr mich wahrscheinlich erst heute Abend sehen, weil dann werde ich sehr viele Konzertdinger einblenden, was ja auch okay ist. Und ja, ich werde dann, für die, die es auch interessiert, die nur das Konzert sehen wollen, ich werde das als einzelnen Teil hochladen, nur die Konzertclips. Also ich versuche jedes Lied so ein paar Sekunden aufzunehmen, wie ich es auch schon bei Hero gemacht habe, für die, die die Vlogs kennen, wissen es ja. Habe ich es ja, wo ich in Hanau war, habe ich ja auch jedes Lied aufgenommen. War im Endeffekt dann, glaube ich, 40 Minuten an Aufnahmen, wo ich dann halt jedes Lied so 30 Sekunden oder so, oder eine Minute, je nachdem auch mal gefilmt habe. Und das werde ich hier auch machen. Ich werde jedes Lied versuchen zu filmen, wenn das auch möglich ist. Und vielleicht habe ich auch noch ein Bild von mir. Und ansonsten, ja, sehen wir dann, wie es weitergeht. Und ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir sehen uns spätestens heute Abend wieder. Vielleicht nochmals im Hotelzimmer. Ich denke es aber eher nicht. Und ja, dann würde ich auch sagen, bis später. Put on my tombstone when I go. Just put death by rock and roll. Roll, 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 roll,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Leute, was geht? Ich melde mich wieder zurück. Ich bin jetzt endlich wieder im Hotelzimmer angekommen. Wir haben jetzt 1 Uhr. Wir waren vorhin noch kurz in der Bar hier oben. Ja, auf jeden Fall, das Konzert war richtig, richtig geil. Es war mit Abstand wahrscheinlich das beste Konzert, auf dem ich jemals war. Ich war schon auf einigen Konzerten, aber mit Abstand war es das beste. Ihr seht auch hier, man kann auch hier auch noch diesen hier machen. Diesen hier oder diesen hier. Aber lassen wir jetzt mal. Und ja, auf jeden Fall, ich würde schon sagen, fast schon 10 von 10. Und war auf jeden Fall richtig geil. Auch die Vorband war relativ chillig. Auch wenn ich ja nicht so viel mitgefilmt habe. Aber ja, ich habe ja relativ viel bei ACDC mitgefilmt, hoffentlich. Vielleicht reicht das, hoffentlich schätzt das euch zufrieden. Und wie gesagt, da kommt noch ein einzelner Part online mit nur den Konzertausschnitten. Wahrscheinlich Sonntag oder so, irgendwas um den Dreh. Ja, weil morgen kommt wahrscheinlich der erste Vlog dann. Dann kommt wieder ein Gaming-Video. Und dann wahrscheinlich, dann haben wir, glaube ich, Sonntag oder irgendwie Samstag. Ach, ich keine Ahnung, ich habe keinen. Wir müssen eigentlich Samstag haben, aber schauen wir mal. Die anderen, der dritte Teil des Vlogs, was haben wir da? Stört mich gerade ein bisschen. Der dritte Teil des Vlogs und der vierte Teil muss ich dann noch schauen. Die sind ja noch nicht aufgenommen, logischerweise. Aber vielleicht flasche ich die auch zusammen. Da muss ich mal schauen. Und das Konzert war auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Also was heißt zu Hause, im Hotel. Ich werde jetzt noch ein bisschen chillen, werde die Sachen noch ein bisschen hochladen. Vielleicht werde ich die Videos noch zusammen cutten, mal schauen. Und auf jeden Fall werde ich noch irgendwas vielleicht auf Insta hochladen, das muss ich auch noch machen. Und dann würde ich sagen, ich denke, das ist der Abschied des Vlogs. Und ja, so, yo, ich melde, fast umgefahren, perfekt. Ich melde mich nochmals kurz und noch kurz was sagen und zwar, ja, man hat es wahrscheinlich gesehen bei den Aufnahmen, aber es hat extrem, extrem sehr geregnet. Es hat irgendwie angefangen und dann hat es irgendwie so 2 Stunden mal durchgeregnet, immer wieder mal aufgehört. Dann während der Vorband hat es auch ein bisschen geregnet. Wir haben zum Glück so einen Regenponcho oder wie das auch immer heißt gekauft. Es war auf jeden Fall extrem, extrem lebensnotwendig. Ansonsten hätten wir das wahrscheinlich, wären wir noch nasser geworden. Grundsätzlich muss ich sagen, auch rein T-Shirt-technisch ist jetzt gar nicht so nass geworden, auch die Hose nicht. Meine Schuhe sind, ich habe auch weiße Schuhe an, die sind relativ gefickt von auf den Seiten. Muss ich eventuell waschen oder sonst kaufe ich mir irgendwann mal neue, ich brauche eh neue. Und ja, wie gesagt, also wie es war wirklich extrem, extrem geil. Und auch die Vorband war okay, sage ich euch ehrlich, war okay, war jetzt nicht dieses Weltbewegende, aber war okay. Der Regen hat ein bisschen abgefuckt, muss ich tatsächlich sagen. Und was soll ich noch sagen? Also bei den Aufnahmen sieht man ja auch, bei The Pretty Little Reckless, oder wie die auch immer heißen, Reckless. Einfach bei der Vorband, sagen wir es mal so. War ich relativ weit vorne, danach musste ich ein wenig zurück. Mir wurde auf einmal richtig schlecht. Ich dachte, das geht weg, aber es ging nicht weg. Dann habe ich gesagt, ey, ich muss nach hinten. Dann bin ich ein bisschen nach hinten gelaufen. Und dann habe ich halt da gewartet. Dann ging es wieder nach ein bisschen Laufen und so. Ich wollte dann nicht mehr nach vorne drängen, weil ich habe mir so gedacht, ach, hey, kein Bock, du bist schon kaum nach hinten gekommen. Da musst du dich noch vordrängen. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Dann bin ich ein bisschen weiter hinten gestanden, so vielleicht 10 Meter, 20 Meter hinten dran dann. Alles vorher ist schon viel natürlich. Aber grundsätzlich denke ich, also zum Filmen war es auf jeden Fall besser. Und ja, wie gesagt, ich habe mich ja eigentlich schon verabschiedet. Und ich hoffe einfach, euch hat der Vlog auch gefallen. Und eventuell werde ich sogar, wenn das bei diesem Vlog vielleicht sogar schon ist, ein anderes Intro noch dazu packen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gefunden habt. Oder vielleicht werde ich es auch noch nicht machen, oder erst beim nächsten, werde ich mal schauen. Und ja, ich glaube, jetzt ist wirklich endgültig Feierabend, ja. Und dann würde ich auch sagen, ich hoffe, dir hat es sehr, sehr gefreut. Und ciao, euer einfach Janosch. Ciao.